Haben wir hier was übersehen? Ölfass? Hier ist auch rein gar nichts. Hier mal die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Hier haben wir noch Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Oh. Ja, das lässt sich doch einrichten. Hoffentlich. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Alter. Bekloppter. Brennender Reifen. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Können wir den brennenden Reifen mitnehmen? Wir haben tatsächlich einen brennenden Reifen. Der brennende Reifen fehlen nur noch. Können wir vielleicht im Reifen Wasser sammeln? Da zurück. Der brennende Reifen fehlen nur. Ja. Ich probiere mal ganz kurz, weil ich weiß sonst momentan gar nicht weiter. Ich muss auch langsam mal eine Aufnahmepause machen, weil mein Mund schon ganz fusselig wird von Batterien. Ich möchte mal ganz kurz, aber noch mal ganz kurz gucken. Isla Obacht. Ich glaube zwar nicht, dass der Reifen als Eimer gehen wird, aber man weiß ja nie, oder kann man das kombinieren? Das wird mir bei meinem Das ist der Perfuder, aber es ist... Okay, das scheint super zu klappen. Das mit dem Reifen ist also ein Schuss in Öfen. Was machen wir denn mit einem brennenden Reifen, verdammt? Tja. Ich überlege gerade, wo man brennenden Reifen gebrauchen kann, aber irgendwie... Da haben wir Isla Obacht, Schwimmender Schwarzmarkt ist alles zu. Nordpol können wir gar nichts mehr machen. Isla Obacht brauchen wir den Eimer, da bleibt eigentlich nur noch Porta Fisco. Da hinten haben wir die brennenden Reifen, beim Seher können wir nichts mehr machen. Hier im Durchgang können wir eh nichts machen, glaube ich. Knopf haben wir schon, Tank haben wir schon, Klapp haben wir schon, alte Antriebsturbine haben wir auch schon. Rebellenlager. Was macht eigentlich die Schleuse? Salana i Jung Ayeses. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Natürlich. Wir haben ja genug Hinweise darauf. Okay, da sollen die wahrscheinlich später dann durch, vermute ich mal, wenn die nicht mehr deprimiert sind. Ansonsten... Planschbecken, Babydelfine, Durchreiche, weiß die vielleicht noch irgendwas, die Olle? Hallo? Oh, hallo? Noch ein, bist du auch? Na hören Sie, ich bin der... Na, nicht. Vielleicht haben Sie zu... Leider, nein, ich wollte aber die... Ja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Köderfisch? Ach, das ging ja eh nicht. Vielleicht bei den Delfinen, bei den Großen? Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Aufheitert wird? Okay, das aufheitert sie nicht. Eine Banane? Nee, da müssen wir da drüben den Typen irgendwie. Naja, egal. Pass auf. Ich mache erstmal eine Aufnahmepause, dann gucken wir mal weiter. Irgendwie müssen wir den Typen da hinten noch dazu kriegen, in den Gulli zu fallen. Irgendwas machen wir da schon. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich mache auf jeden Fall mal eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme von Chaos auf Deponia. Bis gleich. Tschüss. So, jetzt aber tschüss. So, und da sind wir wieder zurück bei Deponia, bei Chaos auf Deponia. Und, wo waren wir denn? Wir mussten für die Katze Tierfutter besorgen. Und, huch, ich weiß gar nicht, warum ich lachen muss. Es gab etwas, das wollte ich die ganze Zeit ausprobieren. Ich habe mich extra nicht gespoilert.
Ich weiß auch nicht genau, wie man es anstellt. Ich glaube, ich weiß sogar, wie man es anstellt. Kann man das da benutzen? Das ist die normale Durchreiche, ne? Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Jano? Nicht. Bla 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 bla. Komm, wir quatschen doch mal mit der Durchreiche. Wir haben gar kein Sprechblasensymbol mit der Durchreiche, nur das Handsymbol. Und da ist ja die Mutter drin von Janosch. Benutzt man das Handsymbol mal mit der Mutter von Janosch. Das hört sich falsch an. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Ja, ja. Bist du auch einer von Janoschs kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der... Na, mich? Vielleicht haben Sie zu... Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame? Okay, ich wollte mich nochmal vergewissern. Wir haben hier... Oh, die sind so süß, die Babydelfine. Ich will es auch nicht weiter rauszögern. Ich wollte nämlich die ganze Zeit probieren. Babydelfine springen doch gern durch Zirkusreifen. Und dann dachte ich mir... Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach. Aber das brennt. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Oh weh, oh weh, oh weh. Einen kleinen Anreiz, was können wir denn nochmal hinhängen? Ja, ich sehe schon. Ein Köderfisch könnte es sein, Bananen glaube ich ja nicht. Ich probiere es gleich mal mit dem Köderfisch. Dass der Reif, dass es niemanden stört, dass hier ein brennender Reifen einfach so hängt an diesem... Aber hier ist ja eh nichts aus Holz, außer das da. So. Nehmen wir mal den Köderfisch und dann einfach mal... Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Oh, oh. Was? Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Oh, Thunfischdosen. Die Mutti ist aber schnell unterwegs. Nanu, wo kommt die denn plötzlich her? Ja, nimm mal einfach mit. Huch. So, Planschbecken ist ja wieder frei jetzt. Was? Der hat er gerade... Alter, das Ding ist 50 mal 50 Meter groß und der packt das einfach mal ein. Gut zu wissen, dass Wasser in der Nähe ist. Ah, statt einem Wassereimer haben wir jetzt ein Planschbecken mit Wasser, was natürlich total auf der Hand liegt, dass wir das mitnehmen können. Ist ja logisch. So. Wo fangen wir denn jetzt an? Ich würde sagen, wir fahren zuerst natürlich zur Katze. Glaube ich. Kuda. Und Radar. So, Isla Obacht muss erstmal wieder reinkommen. Ja, schwimmende Schwarzmarkt, zack. Und dann probieren wir mal, ob wir der Katze hier ein bisschen Futter geben können. Thunfischdose, aber nicht alle auf einmal. Das sind ja 4 Dosen. Die Katze braucht nicht so viel. Das ist eine kleine Katze. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Ja, komm nur. Du kommst auch noch in die Dose. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben.
Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Aber doch nicht im Koffer. So, Klappentür. Eine Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ja, die war zum Glück auch die ganze Zeit nicht sichtbar, die kann man natürlich erst jetzt benutzen. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Okay, da kommen wir nicht durch. Können wir vielleicht mit dem Sender da irgendwas durchgrabbeln? Sie ist bereits offen. Ja, das ist natürlich super. Können wir da nicht durch? Sie ist bereits offen. Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Oh, freue ich mich ja immer. 9 Leben und 0 Manieren. Können wir die mitnehmen? Was sagt man da? Na dran. Ach, schon süß. Ich bin zwar aber leid mit meinen... Wie kommen wir denn da durch? Können wir vielleicht Goal sagen, die soll da einbrechen? Obwohl die kindliche... Doch, die kindliche könnte auch einbrechen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Ach, siehste mal. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein! Wie willst du, dass du die... Dreimal... So, wir müssen in den... Nein! Ach! Warum? Oh, fein! Wie willst du, dass du die... Dreimal... Wow! Jetzt... So, jetzt aber, komm! Passt du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich würde ja, aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und so. Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein. Du Armer. Oh. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ach, schon süß. Aber wir brauchen jetzt die sportliche Goal, die Krawall-Goal. Blöpp. Oh, na endlich. Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Wir haben sie doch vor dem unsichtbaren Drachen beschützt, immerhin. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja. Okay. Passt du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Das schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Ich bin dir der Baba. Na, dann bin ich mal gespannt. Die muss uns ja lediglich die Tür aufmachen eigentlich. Hättest du auch gleich auflassen können, du Eule. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du... Ich bin vor allen Dingen beeindruckt davon, wie sie einfach die Tür geöffnet hat und sich jetzt wieder total nutzlos dahinstellt. Die blöde Kuh. Und der Rufus muss wieder alles selber machen. Grimbel, grimbel. In Adventures sind die meisten Charaktere total nichtsnutzig, genau wie in Rollenspielen. Die stehen immer nur rum und wollen irgendwas. Was? Ach, der pennt? Da oben ist auch geil, mit der Gardine zu pennen. Er pennt und hat hier so eine Art Bewegungssensor, wa? Das Einzige, was bei ihm noch aktiv ist, ist dieser kleine Scanner dort. Wofür der wohl da ist? Scheiße, habe ich eigentlich... Ah doch, ich habe mir die Lottozahlen aufgeschrieben. Ich dachte gerade, ich hätte mir die nicht aufgeschrieben und wir müssen dann nochmal zum Nordpol düsen. Ja, was machen wir denn? Lottomat? Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Die können wir gegen Pitcher eintauschen. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen.
Ach ja, ach Mensch. Bingo! So, jetzt haben wir schon mal im Lotto gewonnen. Gewinnen. Lotto spielen hat nichts, sondern nur... Ja, wissen wir ja. Jetzt haben wir hier den Bananenkrümmer und wir haben Bananen. Das würde ich auch gleich direkt mal gern machen. Sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Da hätte jemand deiner Mama mal bei ihrem Kind helfen sollen. So, gerade Bananen nennen. Ist ja nur eine. Heute Bananen, morgen die Raumzeit. Müssen wir jetzt hier bezahlen? Wir müssen ja immerhin unseren Lottogewinn eintauschen. Hallo, aufwachen. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Wie können wir ihn denn aufwecken jetzt? Mit einem Sender? Hallo, aufwachen. Ich habe... Oder vielleicht... Ach, der unsichtbare Drache ist ja gar nicht mehr hier. Können wir vielleicht irgendwas klauen? Schoppomat, Schoppomat. Wir können gar nichts mehr mitnehmen. Schredder. So einen brauchen Goal und wir könnten... Dann könnte ich... Wie kriegen wir den jetzt wach? Vielleicht mit Wasser bespritzt. Ah ne, pass auf, wir probieren mal das Offensichtlichste und zeigen ihm den Gewinn. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich... Danke. Oh. Geht doch. So, jetzt haben wir eine Torpedo-Ausrüstung, hoffentlich für Delfine. Sie ist wirklich das coolste Item, das ich jemals hatte. Naja, gerade Bananen sind aber auch nicht so schlecht.